Was die Beurteilung betrifft, handelt es sich bei der Vorlesung C um eine klassische Vorlesung. Das heißt, grundsätzlich gibt es eine schriftliche Prüfung. Für diese schriftliche Prüfung ist der Stoff alles, was im Skriptum steht und was in den Videos aufbereitet ist, was sich ohnehin am Skriptum orientiert. Diese Prüfung bietet einmal grundsätzlich die vollständige Beurteilungsgrundlage. Das heißt, anhand dieser Prüfung kann man sehr gut erreichen, wenn man alle Punkte hat. Die Prüfung wird insgesamt dreimal pro Jahr angeboten. Das ist einmal unmittelbar relativ knapp nach Ende der Vorlesungstermine, das heißt noch vor Weihnachten, irgendwann Anfang Dezember. Dann wird es einen zweiten Termin geben, der in der klassischen Prüfungszeit Ende Jänner stattfindet. Und der dritte Prüfungstermin findet dann Ende des Sommersemesters statt, und zwar gemeinsam mit der Vorlesung Prozess- und Kommunikationsmodellierung, die ja im Gegensemester dann jeweils durchgeführt wird. Das ist aber nicht alles, da ja durch diesen Flipped Classroom durchaus Anwendungskompetenz entsteht und ein vertieftes Verständnis entstehen soll, besteht die Möglichkeit, durch die aktive Teilnahme in den Präsenzterminen sich nochmals Bonuspunkte auf die Prüfung zu erwerben. Funktioniert so, dass in den Präsenzterminen auf der einen Seite, für jeden Themenbereich gibt es ja zwei Präsenztermine, im ersten Präsenztermin nur mal auf die theoretischen Konzepte anhand von ein paar kleinen Multiple-Choice-Fragen eingegangen wird, und dass im zweiten Präsenztermin für einen Themenbereich ja die praktische Anwendung anhand einer Aufgabe zum Tragen kommt, die man abgeben und kontrollieren kann. Und genau das wird die Grundlage für die Bonuspunkte sein. Und zwar gibt es für jeden Themenbereich maximal ein Drittel der erreichbaren Punkte als Bonuspunkte zu erreichen. Das heißt, in der schriftlichen Prüfung, wenn wir da nochmal hinspringen, haben wir die vier Themenbereiche, und für jeden Themenbereich gibt es eine bestimmte Anzahl von Punkten, sagen wir mal 60, ist egal. Von diesen 60 Punkten kann man durch die Bonusaufgaben, durch die aktive Teilnahme in den Präsenzterminen 20, also ein Drittel, grundsätzlich erreichen. Diese 20 teilen sich wiederum auf in zwei Drittel für die Aufgabe beim zweiten Präsenztermin, wo es um die praktische Vertiefung geht, und ein Drittel in die Multiple-Choice-Fragen, die auf die konzeptuellen Grundlagen nochmals eingehen. Das heißt, von diesen 20 Punkten wiederum nicht ganz 7, also 6,66 aus den Multiple-Choice-Fragen, und die übrigen zwei Drittel dieser 20 Punkte dann aus der praktischen Anwendung. Das wird vor der schriftlichen Klausur alles nochmal kontrolliert, die Punkte werden bekannt gegeben. Bei der schriftlichen Prüfung werden die erreichten Bonuspunkte für jeden Themenbereich, also es ist nach Themenbereichen gegliedert, für jeden Themenbereich als Sockelpunkte schon mal fix fertig eingerechnet. Alles, was man darüber hinaus bei der Prüfung an Punkten gewinnt, kommt zu diesen Sockelpunkten, zu diesen Bonuspunkten dazu. Die Punkte sind dann pro Themenbereich gedeckelt. Das heißt, es gibt eine maximale Anzahl von Punkten, die man pro Themenbereich erreichen kann, also zum Beispiel diese 60. Wenn man mitsamt den Bonuspunkten und der schriftlichen Prüfungsantwort mehr Punkte erreicht hätte, wird es gedeckelt auf diese 60, sodass man wirklich trotzdem in jedem Themenbereich das Minimum erreichen muss. Insgesamt müssen 50% der Punkte erreicht werden, wobei es dann egal ist, ob die ausschließlich aus der schriftlichen Prüfung stammen oder ob da die Bonuspunkte dazu kommen. Also es ist nicht notwendig, ausschließlich in der schriftlichen Prüfung schon positiv zu werden. Die Bonuspunkte zählen schon als Sockelpunkte, wie gesagt, auf die Gesamtbeurteilung dazu. Die Bonuspunkte gelten für die drei Prüfungstermine, die für genau diese Vorlesung angeboten werden. Sobald dann die nächste Vorlesung angeboten wird, verfallen die Bonuspunkte, weil wir nicht davon ausgehen können, dass alles inhaltlich identisch bleiben. Das heißt, da werden die Bonuspunkte dann erneut zu erwerben, wenn man denn die Prüfung so weit rauszögern möchte.